Hallo und willkommen zum Stream alle zusammen. Heute mal wieder überpünktlich, aber wie man hört, immer noch zu früh, da die Kirchenglocke immer noch scheppert. Erstmal Musik. Ich habe irgendwie meine Kopfhörer nicht eingesteckt. Oh mein Gott, mein Kopf wird abgeschnitten. Kopfhörer? Kopfhörerkabel? So, jetzt müssen wir noch einen Umschalter für die Kopfhörer bauen, damit die dann nicht auch noch immer unterm Tisch krabbeln muss. Play und leiser. So. Das klingt nach einem Plan. Heute ein kurzer Stream. Ich habe so unglaublich viel zu tun gerade, weil, weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Wochenende ist Messe. Gibt es ein bisschen was vorzubereiten und nebendran noch die ganzen anderen Dinge, die man halt so als arbeitender Selbstständiger machen muss. Wer auf die Hannover Messe kommen will, machen, tun, vorhat. Im Discord habe ich im Lobby-Channel einen Gutscheincode verlinkt. Da kriegt man das Tagesticket für 9 Euro statt 15 Euro. Also, ja, einfach im Discord in der Lobby gucken, oben irgendwo bei den Pinned Messages auf der Seite, oben glaube ich ist das. Da gibt es den Gutscheincode-Link, dann kriegt man das Ticket, Tagesticket für 9 statt 15 Euro, falls dort jemand hin will. So, genau. Also ich fahre Freitag hoch und bin dann Samstag, Sonntag oben. Der andere ist auch oben und die andere ist auch oben auf der Messe. Und noch ein paar andere Leute, die mir helfen. Und die Kaffeemaschine. Und was auch noch oben sein wird, ist der USB-Switch. Den kann man sich live angucken. Und mal gucken, wie viel ich im Koffer Platz habe. Es wird keine Autogrammkarten geben. Ich habe von YouTube nicht die Freigabe gekriegt. Was habe ich denn für einen Punkt? Ich habe von YouTube keine Freigabe gekriegt, dass ich das YouTube-Logo für meine Autogrammkarten verwenden darf. Also ich habe keine Ablehnung gekriegt, sondern halt einfach keine Freigabe, weil es halt einfach ewig dauert, bis die sowas genehmigen. Das ist gerade das Problem. Genau. Mücke macht nochmal schön Werbung für Discord. Ich kann hier auch nochmal die Einblendung machen. Discord.me/eh oder dann kommt ihr direkt auf den Channel. Und ja. Okay, Mücke macht es auch so, auch sehr gut. Für die, die nicht im Discord sind, im Chat gerade der Code. Andreas, das wäre doch der perfekte Grund, dass da nicht hin müsstest, oder? Ja. Also, was machen wir heute? Wie gesagt, wir machen einen kurzen Stream. Ich habe nicht so übertrieben viel Zeit. Ich hatte auch ganz wenig Zeit zu vorbereiten. Ich habe meinen Tisch sauber abgewischt. Wir konstruieren heute wieder ein bisschen was. Und zwar das da. Boah, sieht das cool aus. So ein bisschen Greenscreen-mäßig gerade. Cool. Die Förderschnecke für den Fischfeeder, weil die habe ich irgendwie verloren. Ich hatte die früher mal konstruiert, aber ja. Mr. Technik, fühl dich gegrüßt. So. Mic-Cam. Sieht so aus, das Teil. Hat da vorne im Prinzip eine Öffnung drin, wo genau die Motorwelle reinpasst. Die hat nämlich so ein bisschen so eine eckige Form. So, die ist auf zwei Seiten flach. Sieht man hier, glaube ich, ganz gut, ne? Und da passt die genau rein. Und dann dreht sich das kaum. Also natürlich war mein 3D-Drucker nicht ansatzweise präzise genug, um das vernünftig hinzukriegen. Aber das kann man mit, ich habe das mit dem Feuerzeug dann einfach nachgehitzt und dann mit dem Finger zusammengequetscht, damit das einfach passt und sich nicht durchdreht. Es hat ja kein Drehmoment, was das übertragen muss. Von dem her, man sieht so ein bisschen was an der Form. Ich muss mal hier kurz reinzoomen. Nicht drehen, nur zoomen. Man sieht es ein bisschen hier. Kam, wie weit geht denn das Ding eigentlich auf Fokus? Oh, gut. Cooles Teil. Also er hat es halt in der Reihenfolge gedruckt. Also so von da nach da. Und man kann das jetzt hier erkennen. Da das ja überhängend ist, ist die Unterseite jetzt so ein bisschen rundlich geworden. Also das orange Filament war sogar noch besser wie das grüne. Aber es ist einfach so ein bisschen durchgehängt. Die Oberseite hat er richtig schön eckig gedruckt.
Ist schon einfach mal beim 3D-Drucker so. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Denn ich habe das quasi, genau, erst die Öffnung gedruckt und dann von hier nach hier durchdrucken lassen. Und der dreht ja dann in diese Richtung und fördert nach vorne. Das heißt, die Förderseite ist die gerade schöne Seite. Mücke, ich habe sie beim Brand-Request gemacht und habe dann eine E-Mail gekriegt von denen. Also die wollten nochmal genau wissen, was ich da haben, tue, machen will. Und dann habe ich denen nochmal das PDF von der Autogrammkarte geschickt. Und seitdem gibt es etwas, irgendwie kein Feedback mehr. Also drucken könnt ihr das dann alle selber, das Teil. Also von dem her, Micha, wie man sehen kann, mittendrin das Filament ausgegangen. Ich habe dann nochmal ein anderes Filament nachstecken müssen. Ja, also es war eh ganz schön gefrickelt. Das heißt, es ist ja ein bisschen krumm, wie man vielleicht sehen kann. Das sieht man jetzt nicht. Das sieht aus, als wäre es nicht krumm wegen der Farbe. Aber es ist hier irgendwo total krumm. Ja, ein bisschen sieht man es. Beim Drehen sieht man es, dass er ungleichmäßig dreht. Aber das könnt ihr dann ja eh selber drucken, von dem her mache ich mir da gar keine Sorgen. Für mich hat es gereicht und ich finde die Form so ganz okay. Ich werde diese Schnecke genauso jetzt heute nachkonstruieren, denn die läuft jetzt. Wann habe ich einen Fischfieder gebaut mit euch? Vom Jahr? Nee. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass ich den gemacht habe. Ist auf jeden Fall schon, ja, ich glaube, ich könnte dann schon bald ein Jahr her sein, ne? Und ich hatte nicht einmal irgendwie eine Verstopfung oder sonst irgendwas bei dem Teil. Also er läuft seitdem komplett wartungsfrei. Deswegen denke ich mal, ich habe da einfach auf Anhieb Glück gehabt und einen guten Griff gemacht mit dem Teil. Also man sieht auch, ich habe das hier hinten ein bisschen abgeschnitten. Das wird hier drin ein bisschen flacher. Das werden wir dann auch nochmal eindesignen. Denn der Motor, der eiert so ein bisschen. Und wenn es exakt den Durchmesser hier hinten von dem Rohr hat, dann klemmt es ab und zu. Deswegen habe ich da, ja. Mücke, da musst du in ein FabLab gehen, in deiner Nähe, und dir das dort drucken lassen. Also ich hab auch welche, aber ich, wie gesagt, das ist, der Druck da relativ lang. Also vielleicht biete ich es an. Ich guck mal, wie gut sich's drucken lässt. Und dann machen wir mal. Oktober, November 16, ja, ich weiß eigentlich gar nicht mehr. Es war, glaube ich, ein Twitch-Stream-Projekt, ne? Das war, glaube ich, das erste, was wir so im Twitch auch gemacht haben, mitunter. Naja, egal. Wir gucken jetzt mal, was das CAD-Programm sagt. Ich habe auch im Übrigen hier unten ein kleines Bild von dem da. Gerade, dass man es mal sieht. Ich habe jetzt nochmal ein neues Plexiglas gedruckt für gedrucktes andere Drucken. Gelasert für die Messe, weil ich jetzt auch, man sieht es, man kann hier durchgucken durch das Loch. Ich habe jetzt nämlich auch die Unterseite mit Plexiglas gemacht, dass man sieht, was für Bauteile auf der Unterseite sind, weil ich sie auf die Messe mitnehme, dass man quasi das dann halt auch sich rundum bewundern kann. Habe die LEDs noch mal ein bisschen heller gemacht, die Widerstände geändert, dass man hier oben auch das PC2 und PC1, das leuchtet dann richtig schön, welcher PC gerade aktiv ist. Und ansonsten, was habe ich sonst gemacht bei dem Teil? Nix. Ich habe den, also genau, wer weiß, wieso habe ich es eigentlich schon, ne, ich habe es nur im Discord geschrieben, ich habe ihn komplett getestet, den, ne? Also er funktioniert, USB 3.0 funktioniert, und ich habe heute auch beim LED-Widerstände tauschen gesehen, was das Problem bei dem Port 3 war, denn bei Port 3 hat nur USB 2 funktioniert, nicht 3, das war im Prinzip, ich habe ja alle Pads vorgelötet, damit ich die Bauteile drauf machen kann. Da war einfach ein Kurzschluss. Und da habe ich ja kein Bauteil drauf gemacht gehabt bei den ESD-Bausteinen. Und da waren einfach die zwei Datenleitungen waren einfach kurzgeschlossen, weil die Pins so nah beisammen sind, da war einfach ein Lötflex drüber. Dann habe ich rausgemacht, hat auf Anhieb dann funktioniert. Ich habe mal auch extra hier so einen Weckischer. Ich habe mir auch extra hier so ein Teil hier geholt. Ein USB-3-Stick, um es zu testen. Und habe mit dem auch einen Speed-Test gemacht und es ist exakt gleich schnell am Switch wie am PC. Von dem her tut und freut mich richtig, das tut.
Genau, Port 3 funktioniert jetzt alle Ports. Man sieht jetzt, ist ja alles schon eingesteckt. Ne, sieht man nicht. Hier unten stecken auch schon alle Dinger dran. Das ist jetzt die Kamera hier, die da. Und Port 3 ist das Elgato Stream Deck und Port 4 ist das Mikrofon. Wobei das Mikrofon so ein bisschen Ärger macht, aber das liegt einfach daran, dass das jetzt über den Hub geht und das Mikrofonkabel zusätzlich auch nochmal mindestens 5 oder 6 Meter Kabel dran hat und das dann schon verdammt grenzwertig wird. Also von dem her. Ja, Manuel, immer nur kurz. Ich muss ja noch was arbeiten heute, deswegen. So, und wir machen jetzt das da, Manuel. Die Schnecke. Ich guck mal, ob ich die überhaupt nochmal konstruiert kriege. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. So. Könnte es die Baugruppe sein? Jetzt bin ich mal neugierig, jetzt kommt wahrscheinlich irgendwas. Ich schalte jetzt mal schnell auf die Kamera um, damit die nicht. Ah ne, passt. Ist die richtige Baugruppe. Nicht, dass hier spontan plötzlich irgendwas daherkommen wird. Habe ich nicht das letzte Mal das mit Platine und so alles gemacht? Ich habe doch da die Platine reingepackt, oder? Habe ich nicht? Habe ich nicht die Platine da noch mit reingetan? Sagt mir, dass ich die Platine reingemacht habe. Hallo, willkommen. Ich grüße dich immer nur sehr ungern, zwecks, dass der Stream abstürzt, das weißt du. So, habe ich nicht die Platine und die Bohrungen und alles? Fischfeder CAD? Scheinbar nicht, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Ja eben, aber wo ist das? Dann habe ich das nicht gespeichert. Habe ich das? Gibt's doch nicht. Dev, da mal reingucken. CAD, Laser, Fischfüttermaschine. Da gibt es auch nur diese eine Baugruppe. Das verstehe ich jetzt nicht. Normalerweise speichert der das. Doch. Na toll. Egal. Gar nicht mal so schlimm, denn wir müssen jetzt eh mal gucken. Was ist denn das da eigentlich? Nett, dass du das aufmachst. Was bist du für was? Ah, das ist nur Step-Datei von der Rückseite. Ach, das war der Export, dass wir es im Dings reinkriegen, im Pulsonix. Ich glaube auch, dass da ein Videobeweis geben wird, dass der andere nicht speichert. Ja. Bin mir ziemlich sicher. Aber es macht nichts. Ich muss jetzt eh. Wir kriegen die ganzen Bauteile jetzt anders abgespeichert. Datei. Paket. Ich speichere das jetzt mal alles unter Fischfeeder CAD und den Ordner übernehmen wir für alle. Hallo? Ich würde gerne alle speichern. Warum speichert er? Alle speichern unter. Haha! Oh, guck mal, ob das jetzt funktioniert hat. Dev Produkte Fischfeeder CAD. Ja. Sieht so aus. Dass das nicht. Egal. Machen wir es nochmal. Ist ja eine gute Übung.
Weil mir kommt nämlich auch vor, dass ich das Vorder- und das Hinterteil gleich gemacht habe. Oder habe ich das nicht? Scheinbar nicht, ne? Unglaublich. Unglaublich. CAD Fischfeder Step. Ja, normalerweise speichere ich schon alles. Ich meine, sobald ich irgendeinen Teil bearbeite und es aktualisiere in der Baugruppe, wird es sogar automatisch gespeichert. Von dem her, glaube ich einfach, dass das nicht funktioniert hat. Das hat er zumindest drin. Die Sicherung ist nur ein Teil, gell? Das Ganze speichern wir. Ne, kann ich jetzt hier einfach die Step-Datei einfügen, ne? Da will das dann nicht als Baugruppe speichern, glaube ich. Sonst speichert das uns als Baugruppe, haben wir verloren. Genau, also hallo Dr. Hollow, schön, dass du da bist. Ist quasi sowas ähnliches wie Alexa, schalte Prime Music Unlimited frei. So in der Art, ne? Ist so ein Code. So, jetzt sind wir wieder beim gleichen, wo wir das letzte Mal waren. Ich kann mich nämlich sogar noch absolut daran erinnern, dass ich es gemacht habe. Ja, jetzt sind wir wieder bei der gleichen Diskussion. Wie hoch ist eine Mutter? Ich kann mich schon wieder gar nicht mehr erinnern. 3,2 mm, 3,5 mm. Ich weiß es nicht mehr. So. Gut, dass das schon mal nicht funktioniert. Kann sein, dass ich es rausgelöscht habe, weil wir eh nochmal eine neue Step-Datei generieren müssen. Genau, ich habe die Ecken abgerundet und ich habe die Bohrungen nach innen gepackt. Dann wärst du jetzt sauer, warum denn? Der fragt sicher nochmal per E-Mail nach. Ich hatte die Bohrungen nach innen, die Ecken abgerundet. Jetzt müssen wir gerade mal hier reingucken. CAD-Schaltungen. Das da dann die richtige ist. Oder ob ich es nochmal neu generieren muss. Wie will sie? Verwirrt mich gerade komplett, dass das gerade so komisch ist. Tudum. Jeden Fall lädt er mal ewig die Datei. So, die Bohrungen sind weiter drin und die Ecke sind rund. Das ist die aktuelle. Autoabhängigkeit andersrum 3,5. Hat nicht reagiert, die Böse. Eieieiei. Das ist nicht gut. Die sollte eigentlich schon auf mich reagieren. Ich habe immer einen Vertrag mit denen. Wenn linear nicht geht, parallel geht nicht. Dann kann man sich nur fragen, warum. Ist nicht so, dass das jetzt großartig aussieht, als würde das nicht passen, ne? Wahrscheinlich fehlt es halt gerade so ein kleines bisschen. Robby Boss, guten Abend. Dann probieren wir mal, keine Ahnung, die Fläche mit der Linie. Nee. Die mit der. Nee.
180. Nee. Wie kriege ich das jetzt vernünftig? Gute Frage. Ja, ich habe Blocker für Alexa installiert. Das ist sehr vernünftig, muss ich sagen. Gott, wie kriege ich das Ding jetzt hier bündig? Das mit das so. Ja, es wird wahrscheinlich, schätz mal, wir haben ja den Winkel, haben wir nicht exakt angegeben. Und ich schätze mal, dass der Winkel hier einfach wahrscheinlich um ein Muckensäckerle nicht passt. Aber jetzt passt. Oder haben wir es das letzte Mal? Ne, über die Referenzgeometrie hat man es nicht gemacht. Ne. Da könnte ich mich orientieren. Naja, Stiftleisten lassen wir jetzt mal so. Gucke nicht innen raus, dann ist es okay. Ja, wir machen da Muttern rein als Abstandshalter, das reicht. Muttern reichen. Das wird eh höher gesetzt, das Display, und alles andere existiert nicht. Alles andere existiert zum Glück nicht. Das sind nur so Platzhalter. So, dann machen wir jetzt mal was Wichtiges. Wir speichern mal. Ich will jetzt die Baugruppe speichern. Oh ja, ich will die Baugruppe speichern. Wir haben doch auch die Baugruppe gespeichert gehabt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. CAD. Oder haben wir das alles für ein Dings gemacht, für einen USB-Switch, und haben es nur irgendwie im Hinterkopf, dass wir es für das hier gemacht haben? Das kann natürlich auch sein. CAD-Platine. Hallo? Da bitte auch. Kann er die bitte auch ändern? Ah, das ist die Hauptbaugruppe. So rum. Jetzt müssen wir wieder nach Rufezeichen suchen. Nur einfach Schrauben und Muttern. Kunststoff gibt es da gar keinen. Name ist, glaube ich, die Baugruppe, ne? Baugruppe PCB, dann nehmen wir das Ding, dann hat es einen vernünftigen Namen. Und das war's dann auch schon mit den Errors. Was habe ich bei irgendeiner Versionshochlad irgendwas Dingens rausgelöscht? Das kann schon sein. Dass ich unabsichtlich gelöscht habe, das Ganze. Puh, jetzt speichert es sich aber ein Wolf. Speicher schneller, die Leute warten. Es gucken 100 Leute zu Programm. Speicher schneller. Natürlich schon eine große Datei hier mit der Subplatine und mit dem Display als Subplatine. Natürlich schon nicht schlecht, ne? Also hat da schon ein paar Megabyte wahrscheinlich. Können wir mal so machen. 13 Megabyte, was bitte ist denn das? Das Solid 13 ist, oder was das gerade, oder 80, das gucken wir uns jetzt dann an. Das würde mich interessieren, was das für eine Baugruppe ist. Wahrscheinlich die Platine, würde ich mal schätzen, fast. Oh, die Platine selber. Aber die, dass die so riesig ist. Sind halt diese ganzen Bohrungen, die drin sind, aber wir brauchen die halt auch quasi alle, ne?
Dass Bohrungen so groß sind, das gibt's doch auch nicht, oder? Sollen da bitte 13 Megabyte sein an der Datei? Wer stresst dich, Mücke? Ach, was bitte, Mücke, du bist doch auch Maler und Landstreicher oder so ähnlich. Was bitte hat da 13 Megabyte? Ich meine, das sind ja, also Bohrungen können doch nicht so viel Megabyte haben. Oder sind die Bohrungen, keine Ahnung, wie modelliert? Wenn ich die wegmache, die Bohrungen. Angenommen, ich mache jetzt einfach mal ein paar Bohrungen weg, indem ich sie flute. Gerade mal testhalber. Jetzt tun wir mal hier so. Und dann machen wir Skizze verlassen, austragen. Bis Geometrie. Da. Jetzt speichern wir mal. Ha. Und schon hat's nichts mehr. Krass, die paar Bohrungen gibt's doch nicht, oder? Was willst du mir damit sagen, Hollo? Was willst du mir damit sagen? Das ist kein Beweis. Man sieht nicht, wer die Maus in der Hand hält. Im Übrigen, falls sich die Leute fragen, was das hier für Dinger sind, diese komischen Nachrichten mit dem Pfeil, das kommt jetzt, wenn jemand neu dazukommt zum Server, dann kommt irgendeine Zufallsnachricht. Ja, Mücke, aber guck mal, wir haben jetzt plötzlich nur noch 1,5 Megabyte, also. Das ist ja schon kein Step mehr, das ist ja eigentlich schon eine Baugruppe. Vom Programm definierte Baugruppe. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt, dass die so viel Megabyte hat. Naja. Das Gute ist, die Löcher sind immer noch da. Oder? Ja. Das Gute ist, die Löcher sind immer noch da und die Baugruppe hat weniger Speicherplatz. So muss das doch sein. Eigene Fenster bearbeiten? Hä? Ich muss das alles nicht verstehen, oder? Warum das jetzt auf einmal eins kommt? Nee, ich frage gar nicht nach. So, alles gut, alles schön. Baugruppe PCB, alles fein. Hier bearbeiten. Ja, wir müssen heute eh schnell machen. Gummi, keine Angst. Es wird heute ganz easy fertig. Klatschen wir die Bohrungen rein. Das da, oder? Koradial, oder wie das heißt. Noch enger beisammen würde ich ein Zeichen, damit wir noch schwerer tun. So. Ich glaube, ich habe es absichtlich nicht gespeichert gehabt. Puh, den Rückzeit her, hey. Ich glaube, ich habe es absichtlich nicht gespeichert, weil ich gesagt habe, ich muss die Platine noch bearbeiten, oder? Das macht dann viele Dreiecke, das stimmt. So, wenn man jetzt sehen kann.
Die Bohrungen sind auch ausnahmsweise mal zugänglich. Vergleich zum letzten Mal. Speichern. Ich drücke normalerweise immer da oben auf Speichern und dann fragt er mich eh. Ich weiß es nicht. So, das wird hier knapp mit dem Anschrauben, aber ich glaube, das sollte klappen. Das müsste schon gehen. Da kommt eh von oben die Schraube rein, hätte ich gesagt, von hier. Und dann haben wir hier leicht genug Luft. So. Dup, dup, dup. So rein logisch wäre der Inkrementalgeber rechts natürlich so schöner, ne? Jetzt ist es zu spät. Ja, gefällt mir. Dann neues 3D-Teil. Jetzt wird diese Schnecke konstruiert. Das wird jetzt spannend. Ich habe dazu ein Präzisionsmessgerät mir vorbereitet. Sogar mal wirklich und echt und ehrlich. Nachdem ich das letzte Mal alles mit meinem anderen Präzisionsmessgerät gemacht habe und alle gemeint haben, es ist nicht präzise genug. So, ich habe hier einen Innenwellen-Nupsi-Teil mit einem Durchmesser von, wo messe ich denn das jetzt am besten hier? 7. Also Skizze 7 und linear. Und das Ganze hat eine Länge von 100. Boah. Gibt's denn sowas? Konnten das sein, dass ich da so präzise Werte genommen habe? Ich habe nur so ein 3060er Geodreieck. Und da ist die Spitze abgebrochen, weil ich mal irgendwas aufmachen wollte damit. Sonst habe ich auch noch andere Geodreiecke, aber die finde ich nicht. Nupsi-Wellenteile sind die absolut besten. Es sind exakt 20 Grad. Also das Ding hat definitiv exakt 20 Grad und wir haben ja auch exakt 1013 Millibar. Ja, sind 20 Grad. Definitiv. So. Warum stellt der das so? Das sieht total schrecklich aus. Warum machst du das so perspektivisch? Kito, vielen Dank fürs Abo. Willkommen. Wie er hochzählt, der Counter. Unglaublich. Unglaublich, wie dieser Counter hochzählt. Ich kann es quasi gar nicht in Worten fassen, wie dieser Counter hochzählt. Nach dem Followergrad. What the? Counter and Totals. Neue Abos. Muss man es wieder nicht verstehen, ne? Goal. Subscribers. Followers. Wahrscheinlich einfach Followers. Und nicht Subscriber. Machen wir es auf 1. Also es funktioniert einfach generell nicht da oben. Auch okay. Auch okay. Heute ist alles kaputt, Andreas, genau. Damit müssen wir jetzt wohl leben. So, der Außendurchmesser von diesem Wellenteil hier, Nupsis, hat 20. Unglaublich, wie habe ich das so hingekriegt? Dann machen wir hier eine Skizze. Und da klatschen wir jetzt so ein Teilchen hin. Und du bist gleich. Ich hätte gern die Kante hier angeklickt, aber das Programm ist da wohl anderer Meinung. Und die Mittelachse lässt er mich auch nicht anklicken, doch, da unten. So.
Da habe ich es wieder vergessen. 20 oder was habe ich gesagt? 20. Fupp. Bemaßung. Also hier 10, wenn wir Durchmesser 20 haben. Und die Dicke von dem Teilen hier ist jetzt schwer zu sagen, weil es ist ja durch den Druck so ein bisschen vermurkst. Ich würde jetzt mal schätzen, 3 mm habe ich das dick gemacht. Screw-Zee verlassen. Und jetzt müssen wir das helixmäßig dingsen. Das klappt nie. Warte. Referenzlinie, nein. Hallo? Wir haben das gemacht. Der hat eigentlich, müsste die Achse nehmen, die so quasi in die Richtung. Skizze erweitert. Rotes Kreuz. Von wem redest du? Hat im IAC auch immer funktioniert. Muha. Also ich hätte es eigentlich gern über diese Fläche. Wie geht denn das jetzt wohl? Helix. Skizze die da. Referenzlinie eigentlich ja schon. Die da, ne? Wer hat die? Warum macht das da nicht entlang? Ah, jetzt. Jetzt macht das auf einmal. Wo ich es vorhin angeklickt habe, war es wohl scheinbar nicht gut genug. Höhe 100 mm hat das Ganze. Und eine Steigung von... Das mache ich jetzt mit dem Geodreieck, weil sonst kriege ich das nicht rausgemessen. 11. Ich glaube, ich habe eher die Anzahl der Dinger festgelegt. Hier der Gänge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Windungen. Fupp, fupp, fupp. 100 Windungen, Verjüngung 0. 100 mm, 8 Windungen, Verjüngung 0. Tschakka. Tudum. Self-intersecting body. Dann... Heult er deswegen rum, weil wir das hier haben, oder? Dann müssen wir wahrscheinlich das anders bemaßen. Dann lassen wir den hier Abstand haben. 3 von mir aus, vielleicht reicht es schon. Und hier haben wir die 10. Yes! Miss über 5 und Teil durch 5, als ob ich sowas könnte. Das ist viel zu kompliziert. Das Problem ist, wir müssen jetzt ein bisschen weniger machen. Wir haben nicht 100, sondern wir haben 97. So. Also ich möchte jetzt ja nichts sagen, aber ich behaupte mal, dass du drüber haltest, passt perfekt. Es passt genau, exakt, aber sowas von. Die Frage wäre, ob wir gleich hier die, ob wir die Rundungen ab Werk drauf machen. Weil ich glaube, dass die gar nicht mal schlecht sind. So rein stautechnisch. Das klappt nie. Boah, wie er es macht. Hm.
Machen wir 2 mm. Ich glaube, dass das nämlich gar nicht schlecht war, ehrlich gesagt. Du würdest ohne Rundung machen, weil es drucktechnisch besser wird, oder warum? Ich habe noch nie Stützstrukturen gemacht, von dem her keine Ahnung, wie das geht, ehrlich gesagt. Also die Seiten bleiben sowieso, wie hier auch, die bleiben komplett flach. Also ich... Drucktechnisch sind es wahrscheinlich relativ mühsam, ne? Ich meine, ich habe sie automatisch gekriegt, die Rundungen. Naja, lassen wir es mal so. Dann bearbeiten wir das Kind hier. Wir haben einen Wellendurchmesser von 5. Und... haben hier zwei So-Teilchen. Die sind symmetrisch mit dem da. Und trimmen. Tschack, 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 tschack. Ich habe übrigens exakt das Geräusch, das eine Schere macht beim Trimmen. Deswegen muss ich das nachahmen. Einfach damit es auch besser und zuverlässiger funktioniert im CAD-Programm. Falls sich jemand fragt. Und das hat 3. Ist das jetzt symmetrisch? Ich glaube, das ist nicht ansatzweise symmetrisch. Das ist symmetrisch. Kai Uwe, sehr schön. Nee, Mücke, die Rundung ist ja auf der anderen Seite. Darum geht es ja gerade. Die Rundung ist genau auf der anderen Seite. Da, wo es Fisch, wo das Material gefördert wird, ist total flach und bretteleben. Die Rundung ist auf der anderen Seite. Also da geht nichts drunter, weil in die Richtung dreht die gar nicht. Hab schon. Kommst du 2 Tage Mücke oder wie? Coole Sache. Also wenn es so ist. Wenn nicht, dann ist trotzdem cool, dass du überhaupt kommst. So, und das Ganze hat eine Länge von, machen einfach mal Maximo. Auch wenn wir ein bisschen Dings dazwischen haben von 6 mm. So. Sieht gut aus. Das gefällt mir. Meine nicht. Also ich habe meine, also meine ist konvex durchs Drucken einfach geworden. Ich meine, ich könnte natürlich die schon so ein bisschen konvex machen. Muss ich mal überlegen, von da nach da. Ich meine, ich könnte die schon hier. Und dann kann ich es auch mit einer Phase machen, ne? Ach so. Kann mal jemand den Manuel kicken, bitte? Weiß zwar nicht mehr warum, weil ich es wieder vergessen habe, aber macht es bitte einfach. Also aus dem Grund würde ich nämlich auf der gegenüberliegenden Seite von der Förderrichtung würde ich eigentlich den Radius drauf machen. Und ich mache den jetzt. Wenn das drucktechnisch dann ein Problem ist, dann hat der das Druck ein Problem.
Aber fördert jetzt hier in diese Richtung. Also das Fördergut liegt an dieser Fläche an und die ist gerade. Ja, sieht gut aus so. Wie es plopp, 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 plopp macht und alle Nachrichten automatisch auch gelöscht sind. Gollum, das glaubst auch nur du, dass alle CAD-Programme gleich aufgebaut sind. Schön wär's. Schön wär's. So, jetzt müssen wir hier eine 3D-Skizze erzeugen mit einem Kreis. Der konzentrisch ist mit unserem Konstrukt hier. Das einfach nicht funktioniert. Dann machen wir es anders. Dann geben wir dem kleineren Durchmesser 18. Kriegen wir das jetzt hin? Das kriegen wir so gar nicht hin. Das machen wir anders. Das müssen wir anders machen. Dann müssen wir den hier packen. Und dann legen wir uns hier. Das heißt ja auch EEHIO, Holger. Ich heiße ja leider EEHIO. Weil warum auch immer EEHIO nicht funktioniert hat. Fragt nicht warum, ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht mal YouTube selber. So. Und das Ganze machen wir 3,5. Und den machen wir 10. Da machen wir es lieber 3. Und das Ganze von oben runter 20. Rotationsgedönse, Achse. Wer diese Achse nicht auswählen will. Wie er die Achse des Bösen hier nicht auswählen will, das ist unglaublich. Achse. Wenn ich es oben anklicke, geht es nicht, wenn ich es unten anklicke, geht's. So. wie gesagt, der Motor eiert ein bisschen. Deswegen machen wir hier unten eine leichte Schräge rein. Ich glaube, ihr müsst mit dem, was ich hier habe, hinkommen, so optisch gesehen. Ja. Ich glaube, das klappt so ganz gut dann. Mega Cut. Das klingt schon so schrecklich. Ja, sieht doch schon mal schick aus. Speichern. Schnecke. Farbe zuweisen. Was für Farbe drucken wir denn? Grün. Grün sieht schön aus. Oh, wunderschön. Jetzt müssen wir mal schauen, ob man den Motor, ob es den irgendwie da gibt. BYJ. Boah, wie geil ist das denn? Das gibt's doch nicht. Da gibt's wirklich alles in diesem Grabcut, oder? Das ist doch unglaublich. Das ist unglaublich. Da gibt's alles. Und zwar nicht nur einen von denen, ne? Das kann's jetzt ja nicht sein. Da gibt's ja tausend von dem.
Sind ja alles Renderings, oder? Solid Part. Ja, Milext. Der hat sogar die Innenwicklungen und weiß Gott was gemacht, oder? Ich meine, übertreiben müssen wir es jetzt nicht. Ja, da. Ach, weil Kanal einmal 6 Zeichen lang sein müssen, okay. Toll. Gibt's irgendwo einfach eine ganz normale Step-Datei? Dim-bidim-bidim. Irgendwann hake ich mal Remember Me an. Irgendwann. Stepper. Stepper. Step. Wahrscheinlich trotzdem gleich. Neuerdings gehen auch kürzer, dann wird sich wahrscheinlich irgendjemand gleich den Ehayo snacken. Dann müsste ich mal meine Connection spielen lassen, dass die mich umbenennen. Wäre vielleicht nicht so schlecht. So, speichern. CAD Motor. Das da, oder? Nee. Okay. Und einfügen. CAD Motor. Unglaublich. Bin immer noch ganz puff, dass das so funktioniert. Du und du. Du und du, die Bohrung, die passt aber nicht ganz genau, ne? Oh, geht trotzdem. Hoffentlich geht das jetzt auch noch oder jammert gleich und dann eskaliert es komplett und alles stirbt. Genau. Das muss nicht linear sein, sondern ausgerichtet passt auch nicht. Machen wir es anders. Dann nehmen wir mal die Innen. Den da und den da. Und dann den da und den da parallel. Jetzt müsste es mit dem da gehen, oder? Du und du? Auch nicht. Tangential passt ja nicht. Dass da jetzt kein Koradial oder sowas gibt. Oder wie das heißt dann. Wer wollte die Stecker noch einstecken eigentlich? Mal so nebenbei gefragt. Mal so nebenbei gefragt. Aber es geht schon. Bin ich sehr zuversichtlich. Das kann man sehr knapp zusammendrücken. Oh, keine Ahnung, Peter, ich habe mich da vor 1000 Jahren mal angemeldet. Also keine Ahnung. Ja, Monetarisierung sind mindestens 10. Das hat mittlerweile echt ganz schön viel geändert. Also da haben sie schon ein bisschen was gedreht. Dann lassen wir ihn einfach so, drehen wir ihn von Hand hin und gut ist.
Also den kriegt man so eingesteckt. Das hätte jetzt weniger Angst. Das klappt. Ich meine, im Zweifel kann man da immer noch die Hochkantstecker auch reinmachen. Die gibt es ja auch in stehend, nicht liegend. Wäre wahrscheinlich das Geschickteste. Dann kann man es nämlich schön oben. Ja. Ich denke, wir machen da dann Vertikale rein. Klingt nach einem Plan. Wenn ich 90 Grad nach rechts drehe, dann passt es da unten halt nicht mehr. Stehen wir drüber raus, ne? Der ist so unglaublich exzentrisch, wie man sehen kann. Meine, so würde es gehen. Ich glaube, dass man es eben. Also eigentlich, warte mal, kann man kurz überlegen. Aber wenn dann in die Richtung, dass wir mit dem Stromstecker kollidieren. Ich glaube, wir machen es sogar so. Denn, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, die Bohrungen, ja, das machen wir so. Die Bohrungen von dem Motor waren nämlich genau hinter dem Holzbrett hin. Und das war immer relativ ungünstig zum Schrauben, weil da muss man quasi hier Senkkopfschrauben reinmachen und senken. Das machen wir so. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Dann drehen wir den aufs Minimum runter. So. Kann man sicher einen Winkel angeben, oder? Mit der Abhängigkeit. Von hier nach hier. Winkel. 90, 135. Machen wir 100. 32, haben wir noch ein bisschen Luft. Ist der auch definiert? So, dann müssen wir ihn hier bearbeiten. Und die zwei Bohrungen hier bearbeiten. Die löschen wir jetzt mal raus, die ganze Masse. Die Symmetrie. Oh, wo kriegen wir jetzt die Symmetrie raus? Gar nicht. Weg damit und gut ist. Zeichnen wir neu. Sind wir dreimal schneller. Kozentrisch, da, oder Co-Dingsbums, keine Ahnung, wie das heißt. Wie heißt's? Doch, kozentrisch. Ich kenne mich so gut aus. Und dann müssen wir noch eine Gleichbedingung zwischen dem und dem Kreis machen. Und dann machen wir noch einen Durchmesser 3. Eine schöne Dreier-Mutter-Schraube, was wir immer reinpacken können. Speichern. Was schreibt Topspops? Viel weiter oben. So, weil dann kann man das nämlich auch schrauben. Und die Schraube innen drin macht eher wenig Probleme. So wie ich das mitgekriegt habe. Perfekt. Also man kann schrauben, also das Drehen hat jetzt zwei Vorteile. A, man kann schrauben und B, man kann es einstecken. Finde ich ziemlich cool. Also sind zwei Vorteile, die definitiv für diesen Lösungsansatz sprechen. Haben wir heute noch gar keine Follower aus den einen, wo es da oben nicht funktioniert hat, oder geht es da oben immer noch nicht? Immer brav auf Abonnieren drücken, Leute, damit ich sehe, ob das funktioniert. Eigenen Fenster bearbeiten. Ach, das ist ein eigenes Teil. Wo ist das Teil dann?
Da haben wir unsere Baugruppe. Ich werde das mein Leben lang nicht finden, das Teil. Das ist eine Baugruppe und das ist eine Baugruppe und die besteht aus zwei Teilen und das Teil löschen wir jetzt. Hier bearbeiten, löschen, speichern. Nenn ihn Hannes. So. Dann guckt da nichts drüber raus. Dann könnte man noch theoretisch, was einigermaßen schön wäre, müssen wir mal schauen. Bearbeiten jetzt mal die Baugruppe. Die will ich jetzt mal bearbeiten. Eigenem Fenster, wenn es geht. Gucken wir, was da für Abhängigkeiten drin sind. Puh, jetzt gucken wir, wie lange es braucht, bis es geladen hat. Macht dem Fenster dahinter auf. Okay, das ist gut. Denn Autoabhängigkeit du und du. Du und du. Und du und du. Weil da klatschen wir nämlich. Flatsch. Da quatschen wir nämlich 10 mm Abstand rein. Da macht man nämlich einen Abstandshalter hin. Definitiv. Und dann sieht das nämlich so ziemlich schick aus so. Man hat da unten nämlich schöne Buchsenleiste Platz. Und dann würde ich sagen, hätte ich das nicht löschen sollen, würde ich sagen. Esch hat abonniert laut Esch. Mein Greenscreen fuchst gerade ein bisschen. Nö, zeigt es einfach nicht an. Gerade mal eins probieren. Gerade mal schnell eine Sache probieren. Und zwar Refresh on Stream. Ah ja, mit Refresh funktioniert's. Okay. Ne, ich verstehe das nicht, woran das liegt. Nämlich gesagt, wir machen jetzt hier oben dran noch ein Plexiglas drüber, dass die Elektronik so ein bisschen vor Fingergetatsche geschützt ist. Das klingt, glaube ich, nach einem Plan. Wie kriegen wir das jetzt von der Abhängigkeit hin? Was haben wir hier für einen Abstand? Wir haben von, also ich würde den Sicherungshalterdeckel oben sogar drüber rausschauen lassen, dass man das Ding nicht abschrauben muss, wenn was ist. 11,5 hat das. Plaxemods, vielen Dank für dein Abo. Jetzt funktioniert's da oben. Ja, geht doch. Geht doch. Von da nach da haben wir 21. Brauchen wir mal eine neue Ebene. Wenn wir die 15 wegpacken auf die Höhe hier.
sieht das nichts aus, ne? Müssen es eigentlich in den Abstand von dem bearbeiten 15 13 sowas. Dass wir knapp über dem Display sind, war eigentlich das Idealste. Finde ich, meine Meinung. Und dann sieht es aber auch echt gut aus. Ja. Und 13 mm Abstandsbolzen gibt es doch, oder? Gucken wir mal schnell. Sonst muss man halt ein bisschen feilen. Nicht, dass nur irgendwie 10, 12, 14, 15 oder sowas gibt. Nee, meiner, also ich habe bei meinem oben einfach ein kleines Loch im Deckel und da füttert der rein, also von dem her gar kein Problem. Distanzlänge 10, 12, das habe ich nämlich gemeint. Es gibt wahrscheinlich 10, 12, 14, 15. 12 ist eine gängigere Größe, ne, habe ich das Gefühl. Ist doch doof. Es ist doof. 12 ist blöd. Warum gibt es da keinen? Ah. Also nehmen wir mal 12 und packen noch eine Beischlafscheibe drunter. Aber 12 ist blöd, weil da sind wir genau im Display drin, oder? Ja. Also Peter, das man kann ja mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo Preise gibt. Das war nämlich nicht teuer. Da gab es eine relativ günstige Variante. Weiß nicht, ob da irgendwo Preise drinstehen. Korea Sale. Ja, vielen Dank für dein Abo. Willkommen. Hier stehen keine Preise drin. Ich weiß es nicht mehr, was das gekostet hat. Ich guck gerade mal was schnell. Guck mal schnell was. Punkt. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo das jetzt aufgeht. Jetzt kriegt ihr mal kurz mich allein zu sehen. Ah, geht eher am richtigen Bildschirm auf. Sehr schön. Also ich habe mal die aktuelle Version anbieten lassen vor nicht allzu langer Zeit. 30.03. April, Ende März, Anfang April habe ich es mal anbieten lassen. Ich habe hier die nicht volle Version. Ich habe ein paar Funktionen nicht dabei und die ist deutlich günstiger. Die volle Version kostet knapp 2000 Euro netto. Also die ist auch sehr, sehr, sehr teuer. Aber ich weiß nicht, einfach mal hier O-Punkt, Cut GmbH, die vertreiben das auch. Also bei denen habe ich es damals gekauft. Also damals habe ich sogar die alte Adresse gehabt, damals. Einfach mal O.com. Ist, glaube ich, ein bisschen eine gruselige Homepage. Aber bei denen mal anfragen, da gibt es nämlich eine Maker-Version oder irgendwie sowas, was günstiges, wo man dann halt nur STL exportieren kann. Und die war, glaube ich, 200, 300 Euro. Die war relativ günstig. So vom Prinzip her. Ich bin aber beim Schäfer nicht beim Schäfer nicht gelistet als Kunde und so. Deswegen kann ich da nicht bestellen. Und der ist mal suspekt, der Schäfer. Also es ist so wenig Unterschied. Da legt man einfach eine Beilagscheibe unter und gut ist, hätte ich gesagt. Oder Fusion 360, genau. Das geht natürlich auch. So ein Abo-Teil.
Oder ich nehme halt die, ich meine, ich kann das Display auch ausnehmen. Wäre vielleicht auch nicht schlechter, damit man es besser ablesen kann, ne? Damit man es besser ablesen kann. Das könnt ihr auch noch machen. Das gucken wir jetzt mal an, weil dann könnte man nämlich auch einen 10 mm Abstandsbolzen reinmachen, wenn es ausgeht. Ne, geht sie nicht aus. Dann können wir nämlich unten mit dem Hohlstecker Probleme. Dann machen wir 12 und dann nehme ich es aus. Gerade mal überlegen. Gerade mal überlegen. Oder man macht's Display. Aber das sieht dann auch nicht schön aus. Ich könnte das Display theoretisch auch nicht an die Platine unten schrauben, sondern oben ans Plexiglas schrauben. Das ist eine gute Frage, Kevin. Bestellt ja, aber hab's jetzt ja erstmalig bei PCB-Weg gemacht. Ich hoffe, die kommen irgendwie in endlicher Zeit. Ich glaube, ja, die RTC, die sitzt ja hier. Die ist nicht so hoch. Oder? Hätte ich gesagt. Die hat ja oben nichts drauf. Die Batterie ist, ich habe keine mehr rumliegen. Die Batterie ist auf der Unterseite und oben ist nur der Chip drauf. Die ist nicht höher wie die Stiftleiste. Und wenn die da drauf kommt, beziehungsweise die RTC, die hat eine Buchsenleiste, genau. Die wird nicht viel höher sein. Oh, ist das gerade nervig. Ich mache jetzt 13 mm Abstand rein und gut ist. Sind wir auf der sicheren Seite. Und dann kann man das Display vielleicht wirklich oben schrauben. Ich sehe es mal vor. Was oben schrauben. So. Darf ich jetzt bitte die Achse aus, die Fläche, die Ebene auswendig angelegt habe? Nö, darf ich nicht, oder? Nö. Warum auch? Ich hätte es gerne auf der Ebene hier. Das Bauteil angelegt. Machen wir es anders. Dann machen wir Datei neu, neues 3D-Teil. 3D-Drucker streamen ja heute definitiv nicht mehr. Dann machen wir hier einfach ein liebloses Teil rein. Undefiniert, unbemaßt. Linear 3 mm. Ich würde da was Dünneres reichen. 2 mm Plexiglas reicht da auch. Farbe zuweisen, transparent. Ein bisschen bläulich transparent. Oh, Limoni, sehr schön. Und dann speichern wir das Ganze als Abdeckung. Das hat jetzt Hollo schon wieder geschrieben, um den armen Mücke zu ärgern. Also ich habe halt das Programm hier schlicht und ergreifend deswegen im Einsatz, weil ich SolidWorks mal gelernt habe vor ungefähr 15 Jahren und ich halt einfach die Denke von SolidWorks im Kopf habe und deswegen muss ich halt was haben, was ähnlich wie das funktioniert. 13 mm Abstand.
Ich muss jetzt drauf gucken, nicht von vorne, sondern von hinten. Schieben wir uns das hier hoch, dann bearbeiten wir das Bauteil hier drin. Hier bearbeiten. Skizze bearbeiten. So, und jetzt machen wir mal die ganzen Abhängigkeiten rein. Die mit dem. Der mit dem. Der mit dem. Warum ist der horizontal? Oder das andere horizontal, das was von oben nach unten geht, das horizontal meine ich. So. Und der mit dem da. So. Doch schon gleich besser aus. Das Ganze runden wir jetzt auch ab, damit sich da oben niemand einen Kopf abschneiden kann an der scharfen Kante. Kantenrundung. Da. So, ich wüsste, was ich da drüben für einen Radius habe. Sieht gut aus. So, und dann den da. Und den da. Da haben wir auf jeden Fall mehr. 5, 6. Ja, 5. Ja, perfekt. Dann hier bearbeiten. Eine Skizze. Oh, ich glaube, das da oben passt doch nicht. Doch 3 mm oder was? Tatsächlich. Unglaublich. Nicht alles nachkontrollieren wird. So, Co-Dingsbums von dem und den kann ich anklicken. Dem. Der mit dem. Ja, nerv mich jetzt nicht mit deiner Abhängigkeit hier drin, bitte, danke. Dass der da immer mit aller Gewalt Abhängigkeiten rein interpretieren muss. Wer würde es mal nicht machen, der würde mir auch aufregen. Und letzten, den und den. Checker. Austragen, Enter. Gut ist. Ja, ist doch schick. Also ich finde es jetzt mal nicht so schlecht, dass da noch Plexiglas drüber kommt. Was macht er? So, dann braucht man ein lineares Austragungsteil hier für den Sicherungshalter. Puh, das wird knapp. Das machen wir lieber so, hätte ich gesagt. Sonst bricht uns das sowieso ab. Und da kann man von außen schön den Sicherungshalter anpacken. Der da und der da. Und der da und der da. So. Dann kann man nämlich die Sicherung tauschen, dann sieht es so aus, als wäre das überlegt und nachgedacht und sinnvoll und überhaupt. Ha, wer es glaubt. Und hier brauchen wir noch einen Kreis. Konzentrisch. Du und du. Austragen, Enter. Dann kann man nämlich die LED auch erhöht einlöten, dann guckt die da oben raus. Sieht dann auch nicht schlechter aus.
Und skizze einen Kreis koradial, du und das steht da genau drin, ne? Du. So. Dann hat der Inkrementalgeber quasi auch noch ein doch Gummi, weil da oben der Deckel drauf ist. Noch der Sicherungshalter Deckel, wo die Sicherung drin steckt, und dann geht es von der Höhe her genau nicht aus. Und ich mag nicht viel weiter hoch, weil wir sonst mit dem Display wieder Probleme kriegen. Und viel weiter runter können wir auch nicht, weil wir sonst mit dem Inkrementalgeber Probleme kriegen. Also es ist gerade so ein bisschen, man kann sich aussuchen, welchen Top man gerne sterben würde in dem Fall hier. Ne? Und das Display haben wir gesagt, schrauben wir von oben. Dann machen wir auch noch schnell die Bohrungen rein. Ich will, dass du nicht irgendwie was hast mit irgendjemandem. Ah nee, doch, das machen wir da jetzt schon so. Du, du, du und du. Und dann machen wir noch koradial, nicht kozentrisch. Weil dann können wir nämlich die Bohrungen ein bisschen größer machen. Weil ich glaube nicht, dass. Ah, oh, danke. Rückgängig. 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 Weil ich glaube nicht, dass wir da exakt diese komischen Bohrungen zur Verfügung haben. Also Schrauben. Und dann bemaßen wir das nämlich mit 2,5. Das drin ist mir ein bisschen weniger. Das sind 2 mm Bohrungen. Aber dann kann man immer noch ein bisschen murksen. Lukas Wendt, ja, das, was wir halt hier jetzt gemacht haben, hast du verpasst. Über die LED gravieren, ja, sieht jetzt bei ihm da, ne, sieht man es, wie es aussieht, ist nicht uninteressant. Aber ich finde, wenn sie rausguckt, ah, man kann es immer noch weglassen, man kann es sich einmal anschauen. Drin ist schnell, so wie jetzt, und raus ist noch schneller. Also das kann man natürlich dem CAD-Programm rauslöschen. Jetzt wäre halt die Frage, ob ich das Plexiglas ausschneide, wo das Display drin ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man das Display hier schraubt, das flächig hier aufliegt, sieht es, glaube ich, ziemlich gut aus. Denke ich mal. Muss man mit Gefühl anschrauben. Aber das kriegt man, glaube ich, schon hin. Das kriegt man hin. Dämen, ja, minimal vielleicht, ne? Weil man lötet ja auch nicht exakt ein, da muss ich dir recht geben. Machen wir hier auch die da weg. Ach so, Koradial hat das sich gemerkt, oder was? Ist ja cool. Übersatzunggeber hätte jetzt messen müssen. 7? Ja, 7. 7 klingt nach Maß. Ja. Immer gut Luft drumherum. Ja, ne, sieht doch schön aus. Dann kann man nämlich auch hier oben so Dinge reingravieren wie SD-Karte und und. Ja, doch, das. Hier machen wir noch ein kleines. So wie man das kennt. So wie man das kennt von den ganzen Geräten, die man so kauft. Das machen wir jetzt auch mal so. Koradial mit dem. Und Bemaßung 1,5 mm. Und austragen. Muss man mit einer Büroklammer rein, um den Reset-Knopf zu drücken. So wie man das von allen wichtigen, hochwertigen, tollen Geräten dieser Welt kennt. Ja, klingt nach einem Plan. Und man kann hier wahrscheinlich sogar den ISP-Stecker anstecken und gleichzeitig programmieren und das Gehäuse drüber haben. Also wenn es angesteckt ist und man das Gehäuse dann zumacht.
Speichern wir mal. Ja, doch, bis länger gedauert wie geplant, ne? Was noch fehlt, ist Le Schneck. Schnecke. Flup. Flurp. Diese Fläche mit der hier. Und die Fläche. Ich müsste mal die Innenfläche nehmen, ne? Aber dann stehen wir drüber raus. Ne, wir nehmen einfach die Fläche hier. Und die Fläche da. Ja. Ja, das passt, dann reibt es hier genauso ein bisschen. Genau, sieht aus wie bei mir. Steht vorne so ein bisschen über. Und man hat hier gut Luft noch drin, dass man dann irgendwelche Probleme kriegt. Und dann fördert die hier so raus entsprechend. Also wie gesagt, das ist exakt bemaßungstechnisch, was ich jetzt hier gerade am Laufen habe. Und mich nervt gerade der Greenscreen. Und bei mir funktioniert das jetzt seit ewig. Und habe nicht einmal irgendwie einen Stau oder sonst was gekriegt. Von dem her denke ich mal, dass das so mit der Toleranz, was ich jetzt da drin habe. Was hat denn das Rohr für einen Innendurchmesser? 32, oder? 23. Und da haben wir 20, ja, 1,5 mm in jede Richtung. Hat eigentlich bisher gute Dienste getan. Also die Welle liegt halt unten an die Schnecke, weil die hängt vorne natürlich runter. Und wenn es irgendwo mal ein Problem geben sollte, dass irgendetwas verkeilt, dann hat es nur nach oben Luft, dass es ein bisschen hoch und runter juppeln kann. Ich habe die auch gerade rausgemacht. War wirklich komplett überall voll mit Fischfutter. Also ich habe das auf den Karton rausgezogen. Die war überall voll mit Fischfutter. Also die fördert richtig schön rein. Notaus, ja. Dieser jetzt Füttern-Button ist aufgrund der, wir haben keine Pins mehr, Tatsache ausgefallen. Es gibt jetzt einen Inkrementalgeber mit Drückfunktion. Da kann man quasi drehen, bis jetzt Füttern dastehen und dann drückt man einmal drauf. Also wir haben einen Inkrementalgeber mit Taste extra dafür, dass man die Funktion da mit implementieren kann. Denn, wie gesagt, wir sind USB-Switch. Wir sind hier so ein bisschen voll mit dem. Also da ist nicht mehr Toleranz. Also wir haben einfach nichts mehr. Also war mal geplant, machen wir jetzt über den Inkrementalgeber. Der dieser Tatsache geschuldet. Ist eh ganz nett, dann kann man vielleicht auch irgendwie die Füttermenge oder was noch einstellen. Man kann auch Fisch, also im Prinzip, man braucht also Funktionen wie Füttermaschine befüllen oder so. Dass man drauf drückt, dann dreht der einfach ewig lang, legt mal ein Blatt Papier unter, bis vorne Material rauskommt und dann drückt man nochmal drauf und dann schüttet man das, was rausgefallen ist, aufs Blatt oben wieder rein. Sowas in der Richtung, dass man auch initial befüllen kann. Und Uhrzeit einstellen und. Was man halt so braucht, um glücklich zu sein. Wenn wir das jetzt animieren könnten, dass sie das Ding dreht. Das wäre natürlich brillant, wenn man das animieren könnte. Also bei SolidWorks weiß ich, da geht sowas irgendwie. Mit Fischdicken-Einstellung, genau. Ich glaube nicht, dass das hier funktioniert. Aber wir können mal hier sowas machen.
Bam. Mal speichern zwischendrin. So, wir können uns mal die Schnittansicht anschauen von dem Ganzen. Wenn es jetzt nur anpacken lässt, kann man es vielleicht auch drehen. Ne, das geht dann da nicht mehr. Ah, doch, aber... Ne, geht nicht. String C. String C. String C. So, also so sieht es aus. Steht dann eh sogar noch ein bisschen raus, die Welle ist eh okay. Dann könnte man es sogar so machen wie geplant. Dann könnte ich sogar die Abhängigkeit die hier löschen. Und könnte sogar, man muss jetzt aber die Schnittansicht ausschalten, sonst explodiert dann mal gleich vor Rechenleistung. Dann könnte ich jetzt nämlich den erstmal rausziehen, so richtig weit. Sagen, dass er hier einfach an der Welle anstehen soll. Insofern, dass ich es jemals schaffen sollte, innen drin. Ja. Frage erledigt, ich schaff's. Ansicht. Gut, dann steht er nämlich da an, dann hat man hier nochmal ein bisschen mehr Luft zur Wandung hin. Ist dann auch nicht schlecht. Kevin, die ist auch mit dabei, und zwar mit einem PWM-Controller, haben wir hier die LED, das wäre quasi hier unten der Stecker, da haben wir da einen relativ krassen Chip draufgepackt, der PWM und so Zeug kann und den Strom kann, ich weiß nicht mehr, 5 Ampere oder was das Ding ab kann, oder 4 Ampere, der wird dann hier angesteckt, der LED. Streifen, den man auf dem Aquarium liegen hat. Also da freue ich mich drauf, weil vor allem kann ich dann auch alle mal zusammenschließen endlich, weil aktuell machen wir es über 3 Einzelfäden und mit dem Teil können alle 1, 2, 3, 4, 8, 12 LED-Streifen mit einem betrieben werden. Dusi, das müssen wir mal mit Matthias abreden. Also ich gehe mal momentan schon davon aus, dass Matthias die Programmierung übernehmen wird, ja. Abgestürzt. Die Frage ist, ob das streamtechnisch spannend ist, wenn er das streamt. Also ich werde wahrscheinlich sterben, wenn ich dabei zugucke, weil ich Programmieren so langweilig finde. Aber wenn es natürlich einige Leute gibt, die da zugucken wollen, müsste man mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ja, jetzt hat er doch bis fast 10 gedauert, dieser kurze Stream. Von dem her, ja, Schnittansicht wieder ausschalten, speichern. Jetzt müssen wir noch Fischfutter da oben reinkippen und dann wäre es perfekt. Also ich finde ihn ziemlich gelungen, ehrlich gesagt, jetzt mit der Platine und so. Bin mal sehr, sehr neugierig, wie das funktioniert. Wenn sie dann da ist, bauen wir es auf jeden Fall auf, hätte ich gesagt. Ja. Klingt nach einem Plan. Gut, dann sind wir schon am Ende wieder. Peter wäre dabei. Ja, ist ja quasi ein Pellet-Silo. Also quasi ein Pellet-Silo für Fischfutter-Pellets. Ist ja auch nichts anderes von dem her. Passt ja schon. Kommt schon hin, sowas. Wir sind am Ende. Ich muss dem Dings, dem einen noch, dem Gummi. Abhängigkeiten, Rohr, Schnecke in eigene Fenster bearbeiten, Datei exportieren, Dev-Produkte, Fischfeeder, CAD, STL-Datei, Schnecke, STL, Gummi wollte noch eine STL-Datei, die soll er kriegen. Hallo. K
kriegt der Gummibär hier Gummibärfeeder, genau. Kriegt der Gummibär die STL-Datei, kann damit machen, was er will, was er immer damit vorhat. Schönen Abend, Eldaron. Dann speichern wir das Ganze sicherheitshalber. Ne, ist gespeichert, definitiv. Schickt man dann nach dem Gummi das Teil. Dann hab's ja STL gemacht. Jetzt hast du Pech gehabt. Das kriegt der Gummi. Ansonsten sieht es schön aus. Ansonsten bin ich zufrieden. Und. Also ich kann ja für Matthias reden. Er macht Matthias Programmier-Action und ich mache nervös nebendran. Ich finde, das war eigentlich ein guter Plan. Wenn er hier wäre, könnte er widersprechen. Der nicht hier ist, kann er nicht widersprechen. Also hat er Pech gehabt. Also muss er da jetzt durch und muss das jetzt machen. Muah. Gut, wir sind am Ende. Hat es doch nicht so lange gedauert. Doch, doch länger gedauert, obwohl ich nur ein kurzes Stream machen wollte. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche Dienstag streame. Ich komme Montagabend erst wieder heim. Ich fahre Freitag frühs los und komme Montagabend erst wieder heim wegen der Hannover Messe. Ich versuche, dass es mir reinpasst, dass ich es schaffe zu streamen. Kann aber jetzt nichts versprechen. Für den Fall, dass ich nicht streamen sollte, hoffe ich, dass ich es wenigstens schaffe, bis dahin ein Video hochzuladen. Dann könnt ihr wenigstens ein Video anschauen am Dienstag um 20 Uhr, damit ihr nicht, ja, was er nicht will, machen Donation-Ziel draus. Genau. Also falls, falls ich nicht da bin, gucke ich, dass ich ein Video für euch hochgeladen kriege, aber ich denke mal, ich versuch's, dass ich schon ein bisschen gestreamt kriege, wenn auch wieder was Kurzes. Mal schauen. Ihr könnt mal ja, wenn ihr wollt, einfach mal in das Video in die Kommentare schreiben oder per E-Mail oder per Discord, was ihr für Vorschläge hättet, ob ihr was Spezielles haben wollt, was ich mal streamen soll. Denn Fischfeeder ist gerade fertig, weil bis nächste Woche die Platinen nicht da sind, können wir nicht auflöten. Den da haben wir schon aufgelötet, den USB-Hub-Switch. Ansonsten einfach mal, ja. Und Speicher nicht vergessen, genau. Hollo muss mich in Real Life sehen, genau. Und Matthias. Und Mary. Du darfst alle sehen. Und Mücke. Und irgendjemand hat noch geschrieben, ich weiß schon nicht mehr wer. Nee, Pause. Pausen meine Überbad. Ich habe ja 6 Tage Pause, von daher kann ich einen Tag streamen. Ja, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für neue Abos. Wir sehen uns vielleicht, wahrscheinlich schon nächste Woche Dienstag oder eben am Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag bin ich nicht da, Samstag, Sonntag auf der Hannover Messe. Mecca für Hannover im Discord und Mücke postet sicher auch nochmal im Chat gleich oder da, wo immer der Chat bei euch ist. Gibt es einen Gutscheincode, wo ihr für 9 Euro statt 15 Euro das Tagesticket kriegt. Und mit dem Code könnt ihr dann irgendwo das Ticket kaufen, dann spart ihr euch noch ein bisschen Geld. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.